Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wird sich alles um das Thema Konvertierung drehen. Bei meinem Video zu dem Thema Boxing und Unboxing haben wir ja gesehen, wie man Werttypen in Referenztypen und umgekehrt konvertiert. Natürlich ist es aber auch möglich, einen Werttyp in einen anderen zu konvertieren. Eine der großen Stärken von C-Sharp ist die Typsicherheit. Daher nimmt es C-Sharp sehr genau mit den Datentypen. Ihr könnt eine Gleitkomma-Variable problemlos eine Ganzzahl zuweisen. Eine solche Konvertierung wird automatisch vom Compiler durchgeführt. Es gibt allerdings ein paar Regeln, die bei so einer Konvertierung von Datentypen beachtet werden müssen. Diese schauen wir uns jetzt zusammen an. Es gibt die implizite und explizite Typkonvertierung. Die implizite Typkonvertierung wird immer dann automatisch vom Compiler ausgeführt, wenn zwei Werte verschiedener Datentypen einander zugewiesen werden oder damit gerechnet wird. Die automatische Konvertierung wird dabei immer vom kleineren Datentyp in den größeren Datentyp durchgeführt. Somit ist sichergestellt, dass keine Daten verloren gehen. Dies bedeutet, dass bei einer impliziten Typkonvertierung es nicht möglich ist, von einem größeren in den kleineren Datentyp automatisch zu konvertieren. Dies würde zu einem Fehler führen. Der Wert 150 würde ja eigentlich problemlos in eine Byte-Variable passen, da eine Byte-Variable Werte im Bereich von 0 bis 255 annehmen kann. Trotzdem gibt es seitens des Compilers einen Fehler. Um diese Konvertierung trotzdem durchführen zu können, gibt es die explizite Typkonvertierung. Jetzt gibt es bei dieser Konvertierung allerdings einen Haken. Bei der expliziten Konvertierung wird der Wertebereich der Zielvariable nicht überprüft. Bei so einem Beispiel, wie gerade gezeigt, kann es zu einem Datenverlust führen. Das bedeutet, die explizite Typkonvertierung liefert ein falsches Ergebnis, wenn der Wert der Variable nicht in den neuen, kleineren Wertebereich passt. Dies hat den Grund, wie in einem meiner ersten Videos schon gesagt, weil der Compiler lediglich die Zustände 0 und 1 versteht, also das Dual- oder auch Binärsystem genannt. Aus diesem Grund werden natürlich auch Variablen intern als eine Repräsentation aus Nullen und Einsen dargestellt. Eine Int-Variable benötigt 4 Byte und eine Byte-Variable 1 Byte Speicherplatz. Ein Byte besteht wiederum aus 8 Bit. Und ein Bit kann den Wert 0 und 1 darstellen. Wird der Wert 280 jetzt in eine Byte-Variable konvertiert, würden ein paar Bytes einfach abgeschnitten werden, weil es über den Wertebereich von Byte hinausgeht. In unserem Fall mit dem Wert 280 würde der Binärcode für die Dezimale 24 übrig bleiben. Somit ist auch das Ergebnis dann 24. Hier schafft das Schlüsselwort checked Abhilfe. Mit checked wird eine Überlaufüberprüfung bei arithmetischen Operationen für ganzzahlige Typen und Konvertierungen aktiviert. Ein Überlauf tritt immer dann auf, wenn der Wertebereich eines Datentyps überschritten wird. Ihr müsst euch immer vor Augen halten, dass eine explizite Typkonvertierung zu Datenverlust führen kann, wenn der Wertebereich durch die Konvertierung verkleinert wird. Wir werden aber auch in späteren Videos noch lernen, wie man solche Fehler auffängt. Ein Datenverlust kann natürlich auch bei so einem Beispiel mit Gleitkommazahlen eintreten. Nachkommastellen werden bei der Konvertierung immer abgeschnitten, es wird nicht gerundet. Bei Berechnungen unterschiedlicher Datentypen kann natürlich auch eine explizite Typkonvertierung durchgeführt werden.
Neben der Konvertierung von Zahlenwerten können natürlich auch Zeichen oder Zeichenketten umgewandelt werden. Warum dieses Beispiel überhaupt möglich ist, ist ganz simpel. Der Datentyp Char hat zwei verschiedene Repräsentationen, einmal als Zeichen und einmal als Zahl, und zwar die Zahl in der Unicode-Liste. Für dieses Zeichen, wie in unserem Beispiel, steht A für 65. In C# wird intern der sogenannte UTF-16-Zeichensatz verwendet. Eine Char-Variable kann jedes Symbol, welches darin definiert ist, annehmen. Und in diesem Zeichensatz entspricht eben ein jedes Symbol ein Zahlencode. Also zusammengefasst, implizite Konvertierungen sind sicher und werden automatisch ausgeführt. Datenverlust ist hier ausgeschlossen. Bei dieser Konvertierung wird stets der kleinere Datentyp direkt in den größeren umgewandelt. Explizite Typkonvertierungen müssen vom Programmierer selbst durchgeführt werden. Es muss sichergestellt sein, dass der Wertebereich der Zielvariable zur Laufzeit nicht überschritten wird, sonst führt dies zu Datenverlust. Kommen wir nun weiter zu der Convert-Klasse. Ihr habt ja gesehen, dass es bei der expliziten Konvertierung zu falschen Ergebnissen bei Werteüberlauf kommen kann. Jetzt das große Problem dabei, es passiert ohne eine Fehlermeldung vom Compiler zu bekommen, außer man verwendet das Schlüsselwort checked. Für die explizite Konvertierung gibt es aber jetzt noch eine andere Möglichkeit, und zwar in der Form der statischen Klasse convert. Der Vorteil der convert-Klasse ist, wenn es zu einem Werteüberlauf kommt, wird eine entsprechende Fehlermeldung ausgegeben, die gleiche wie bei der Verwendung des Schlüsselworts checked. Mit der Convert-Klasse können natürlich auch Zeichenketten konvertiert werden. So viel zu der Convert-Klasse. Jetzt wissen wir ja schon, bei der Konvertierung in einen kleineren Datentyp kann es zum Werteüberlauf kommen, die dann zu unerwarteten Ergebnissen führen kann. Hier könnt ihr auf Nummer sicher gehen und für jeden numerischen Datentyp die Konstanten Min-Value und Max-Value abfragen. Die Syntax dafür schaut so aus. Mit der Abfrage des Wertebereichs der einzelnen numerischen Datentypen könnt ihr euch immer sicher sein, keinen Werteüberlauf zu erzeugen. Somit bleibt für mich nur noch zu sagen, ich hoffe, ihr habt ein wenig was gelernt und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Easy Code C# mit mir.